Ja, es ist eine Situation, die häufiger in den letzten Stunden, in den letzten Tagen des Transferfensters eben ja, sich auftun. Ist eben gestern Nachmittag eine Tür aufgegangen und wir haben ja Nuri Sahin verpflichtet. Ja, ich glaube, er hat auch in den letzten Monaten sehr, sehr genau hingeschaut, was sich bei Werder tut, welchen Aufwärtstrend wir dann auch in der letzten Saison zu verzeichnen hatten, mit welchem Fußball wir eben auch ja, dann aufgelaufen sind. Und ich glaube auch, dass die Gespräche mit Florian Kohfeldt natürlich für den Spieler dann auch ein entscheidendes Kriterium sind, dass der Spieler dort ein sehr gutes Gefühl hat. Hier bin ich richtig, hier wird ein Fußball gespielt, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich mich wohlfühle. Und ich denke, das waren die wichtigsten Punkte für ihn. Wir hatten schon im Frühsommer mal Kontakt mit seinem Berater. Auch dort war Nuri durchaus für uns eine Option. Wir hatten aber den Schwerpunkt, dass wir auf der Achterposition tätig werden wollen, haben dort ja auch bekanntermaßen sehr, sehr lange auf Davy Klaassen gewartet und für uns war dann auch aus finanziellen Gründen natürlich das Budget begrenzt und ja, vor 2 Wochen, vor 6 Wochen wäre dann zu den Konditionen, die wir heute eben dann auch verhandelt haben, sowohl mit Dortmund als auch mit Nuri, wäre der Transfer nicht möglich gewesen so. Passt das eben noch in unser Budget und das sind eben so günstige Gelegenheiten, die sich dann am Ende eines Transferfensters eben auch tun. Und dort haben wir dann zugegriffen und freuen uns natürlich, dass Nuri sich für uns entschieden hat. Dass Nuri natürlich kein klassischer Backup ist, ist uns auch klar, sondern er wird den Konkurrenzkampf im Mittelfeld deutlich beleben und Konkurrenz ist, glaube ich, immer gut. Wir haben durch Nuri natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Alternativen, auch noch flexibler zu spielen. Ist durchaus vorstellbar auch, dass Philipp und Nuri zusammen auflaufen. Und ich denke, das ist eine ja, weitere Bereicherung. Und wenn man Qualität immer dazu bekommen kann, dann ja, gibt es, glaube ich, auch wenig Gründe, die dagegen sprechen. Ja, ich denke, dass er beides erfüllen wird, ne? Sowohl kurzfristig für uns ein wichtiger Bestandteil zu werden, als auch perspektivisch für uns natürlich ein wichtiger Faktor in unserem Spiel zu werden, dass er ja, dort etwas oder mithilft, hier etwas aufzubauen. Ich glaube, das ist für ihn auch nochmal ein wichtiger Punkt. Er hätte mit Sicherheit auch zu anderen Clubs gehen können, wo er deutlich mehr Geld verdient hätte. Auch das, glaube ich, kann man nochmal betonen, dass Nuri eben auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass der Transfer zustande gekommen ist. Genauso wie Dortmund einem ja, verdienstvollen Spieler keine Steine in den Weg gelegt hat und Nuri eben auch auf Geld verzichtet hat. Ja, wir mussten jetzt eben bis gerade eben ja, die Formalitäten erledigen, das heißt die ganzen medizinischen Untersuchungen, das heißt die Unterschriften erledigen, sowohl die Auflösung mit Dortmund, der Transfervertrag, als auch Arbeitsvertrag und Beratervertrag mussten eben vorbereitet werden, unterschrieben werden. Das dauert seine Zeit und das Abschlusstraining heute aufgrund des frühen Flugs nach Frankfurt eben vorgelegt wurde, hat das zeitlich eben nicht mehr gepasst. Wenn er im Abschlusstraining teilgenommen hätte, dann wäre er durchaus eine Option für Frankfurt schon gewesen.